Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Zivilisation 5 mit Folge 24, die für den 31.3. Es ist immer noch der 24.3., also eine Woche vorher. Und 11:50 Uhr am Freitag und ja, vierte Aufnahme in Folge. Machen wir mal, wir wissen ja, wie es läuft und so, ne? Ihr kennt das alles. Alles nichts Neues. Wir haben eine ganze Menge geschafft. Wir haben Korea quasi ausgeschaltet, obwohl irgendwo müssen sie noch existieren, denke ich. Gucken wir mal, Korea-Renaissance. Habt ihr noch irgendwelche Städte oder so? Ich frag bloß mal so aus Neugier. Jetzt ist keine Zeit für Verhandlungen. Okay. Ja, wenn das so ist, hast du überhaupt noch. Wieso hast du nur eine Stimme und ich habe eine? Da könnt ihr mich auch gleich ausschließen wegen Kriegsteilerei. Seid ihr ja eh alle von überzeugt. So, Sozialpolitik, was brauchen wir noch? Wirtschaft, Frömmigkeit, Patronat, Ehre. Alles ganz schön, Tradition bringt mir gerade gar nichts. Bau von Welt ist natürlich schön, aber weil wir drauf Ideologie. Haben wir noch keine, ne? Kommen wir noch nicht dazu. Rationalismus einführen. Wissenschaft. Oh ja, dann können wir schneller die Macht des Atoms nutzen. Aber Forschung und Kultur ist alles schön. Ich glaube gar nicht, dass wir bis zum Atomzeitalter kommen. So. Wer benötigt noch Befehle und warum? Bautrupp in der Ego, der wird sich jetzt mal Bewegung. Wild, Jagdlager, Gras, Trüffel, Jagdlager. Weil, wieso ist ein Jagdlager Trüffel, hä? Achso, Schweine, ja klar. Trüffelschweine, okay. Waldebene, Hügel. Sägewerkstraße, zack. Nächste Runde. Die heilen sich ja alle, da geht's los. Ist hier irgendwas von Bedeutung passiert? Was habt ihr alle gegen mich? Nun gut, bei dir reagiere ich nicht so. Du bist eine Frau. Na, jetzt hört doch mal auf, hier schon wieder automatisch zu scoren. Aha, nun gut, ich werde hier denunziert. Warum? Weil ich ein bisschen Krieg geführt habe. Ja, mein Gott, das kommt vor. Wir haben 1866. Ist noch nie ein einziger Völkermord hier passiert in diesem Spiel. Was wollt ihr eigentlich? Okay, das ist böse. Das tut mir wirklich aufrichtig leid. Das war nicht meine Absicht. Maja, ja, sind haben alle denunzieren hier. Dann alle bekloppt. So. Und da Ego. Und das ist weg und weg und weg und lasst mich alle in Ruhe. So, Produktion, Kuala Lumpur, Tempel beendet. Ja, Kultur ist immer schön. Salvador braucht kein Mensch. Macht ein Arbeitsboot. Braucht nämlich noch eins. Für da oben. Der nächste. Der, ja, wie oft soll ich noch drauf klicken? So. Fortaleza könnte gebrauchen. Burg interessiert keinen. Machen wir später, wenn wir Zeit haben. Kaserne brauche ich eh nicht. Opernhaus ist Kultur. Nehmen wir dann die Gendarmerie. Universität. Ihr wollt alle eine Universität, hä? Die Stadt benötigt eine Bibliothek. Haben wir schon. Zwei Wissenschaft durch Dschungel-Geländefelder. Eins. Gucken wir doch mal kurz, wie viel Dschungel hier ist. Andere Stadt. Das ist nicht gerade Dschungel. Und das ist 1, 2 Dschungel auf jeden Fall. Da müssen wir nicht lange überlegen, dass das hier sich lohnen wird. Ist klar. Ändert sich da groß was? Gucken wir mal links oben rein, dann seht ihr es. 21, 23, Gold 36 oder 30. Nö, das, die 6 Gold pro Runde sind durchaus nicht schlecht. So, ihr habt hier gebaut, Bauernhof, Ebene, Fluss. Ihr geht hier und macht das Geplünderte ganz. Brauche ich hier noch einen Bauernhof eigentlich? Oder brauche ich noch eine Runde zum Reparieren? Oder zwei? Oder wie auch immer? Oder baue ich direkt am Fluss einen Handelsposten? Ein einziger Dingsdumms. Ist geplündert, klar. Dann gibt es plus zwei Nahrung. Da will ich das Gold. Ach komm. Aber immer. Aber wenigstens eine Stadt, wo ein bisschen was gemacht wird. So. Und ihr baut hier eine Festung, sicherlich nicht. Achso, das gehört man noch gar nicht. Einen Augenblick. Und daran kann man ja arbeiten. 400! Hey, Bescheid. Sägewerk. Mine.
Eisen, sehr schön. Noch ein bisschen Eisen mehr. Braucht kein Mensch, zumindest noch nicht. Fregatte. Können wir eh nicht auftunen, dann heil dich mal. Du bist schon aufgeteilt, aufgeheilt. Darüber. Du bist auch aufgeheilt und voll und ganz und... Wieso will ich beim Lancier? Ich will doch euch nach oben schicken. Euch werden wir jetzt nämlich mal kurz den Weg ein bisschen abschneiden. So. Das mache ich natürlich noch äußerst ungern. Ne? Gegen Genf Krieg führen ist natürlich nicht schön. Verbündet doch niemand, das trifft sich. Ein bisschen Shintoismus. Nach 6 Runden. Ja, so viel Glauben. 200 Glauben hole ich nicht in 5 Runden auf, egal was ich mache. So. Tribok können wir eigentlich auch schon mal da hoch bewegen. So, Kanone. Ja. Ne, dann wartest du noch eine Runde. Bevor es wieder heißt, wir kampieren hier in eurem Video nur. Wir wissen doch alle, dass das dann wieder böse Worte gibt und so. Ich würde den Siedler und den Bautrop öffnen, diesen Schwein und hier. Gehen wir weiter hier lang. Wir gucken mal, wo Korea sein könnte. Hier offensichtlich nicht. Macht auch nichts. Der nächste bitte. Sehr wohl, Musketier. Du brauchst die Stadt eigentlich nicht verteidigen. Warte mal, warum eigentlich? Da oben haben wir keinen zur Verteidigung. Du kommst mal kurz hier rüber. Weil da ist keine Militäreinheit, das gefällt mir nicht. Und du kommst mal kurz hier rüber und verschanzt dich hier, danke. Ich möchte jede Stadt absichern. Und hier oben fehlt mir gerade was. Ein bisschen. So, die Karavelle ist auch fertig. Dann komm mal kurz hier. Kann der Freiburger sich da aufhalten, warum auch immer. Upgraden können wir dich nicht, aber wir können auch dich schon mal ein bisschen in Stellung bringen. So, der Lancier weiß, was er machen will. Geht klar. Du hast auch nichts mehr zu tun. Dann schau dich doch noch ein bisschen hier um. So. Karte noch ein bisschen aufdecken. Da ist immer noch der Prinz Bender, Bondo, Binger, Bongo, Ballaballa. Freibeuter. Nichts tun. Du kommst hier eh nicht durch, aber du kannst dich mal kurz hier umschauen. Ich will nämlich wissen, was es hier unten noch alles Schönes gibt. Genau. Oh, guck mal, Maya-Krieger. Also nehmen wir jetzt erst Genf ein oder die? Also die sind mit niemandem verbündet? Ja, dann wird es niemanden stören. Weil ich will den Kakatao. Haben wir da so eine Glückstätte zum Aufbau, ne? Ob das den anderen Stadtstaaten gefällt, weiß ich nicht, aber wir haben ja eh einen Stadtstaatenembargo. So, und du könntest jetzt mal wirklich in die Kategorie, ich will dich hier rumkriegen. Warum geht das nicht? Hier ist doch alles mein Gebiet, Junge. Erzähl mir nicht, dass du hier nicht durchkommst in den nächsten 125 Runden. Ja, jetzt lass, wir machen das mal einfacher. Da lang hast du was zu tun. So, der General interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Brauchen tue ich den vor allen Dingen überhaupt nicht. Naja. Schenken Gaul oder so, ne? Nichts tun. Wenn ich die Wege. So, wo seid ihr? Tundra, ja, macht da was. Und dann Stück für Stück den Rest aufbauen. Nächste Runde. Ist das nicht schön? Puh, 10 Runden Frieden für. Was gibst du mir noch? Du nimmst eine Botschaft an. Vorschlagen? Dann nicht. Dann führen wir weiter Krieg. Kann mir egal sein, du da, du da. Barbaren gegen Araber, okay. Spanier, meinetwegen auch das. Das ist mir so aus Versehen, dass ich die Koreaner angegriffen habe und fast vernichtet. Die haben angefangen! Jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht so viele Aufnahmen am Stück machen will, dann geht irgendwie die Redelust verloren, was Blödsinn ist, weil ich das gerne mache. Aber bei Civilization ist es sowieso mal, was erzählt man, was redet man. Ja? Rund F10-Screen und so. Produktion in Salvador. Arbeitsboot habt ihr jetzt hinter euch. Jetzt könnt man. Ich könnte noch mehr Militär machen, aber das bringt uns gar nichts im Moment.
Schon komisch. Haben wir irgendwo noch Fischressourcen, die wir verwenden könnten? Hier nicht, da nicht, gar nicht. Alles noch irgendwo in der Mache. Schon komisch, aber wir haben jetzt gerade nicht zu... Oh, Perlen. Oh, zeig mal, Rio. Nee, nee, ich will... Unten was. Da komme ich nicht in die nächsten 1000 hin, ne? Sao Paulo. Gendefeld kaufen. Da sowieso nicht. Ich kann hier noch eine Stadt hinsetzen. Weil noch mehr Perlen ist natürlich klasse. Bringt immer Kohle und hier oben gibt es noch Eisen und Stein. Also es ist nicht unbedingt schlecht hier unten. Eine Festung haben wir ja auch für den Fall der Fälle. Ein Kompositbogenschützen, den wir auch mal langsam upgraden könnten. Dankeschön. Busan, ihr könnt sowieso immer irgendwas. Stallungen. Warum wollt ihr Stallungen? Habt ihr hier irgendwo Pferde? Nee. Nur Viecher. Schafe. Hm. Produktion. Hm. Hm. Nee, macht man das. Salvador. Ja, es ist ja... ich habe keine Ahnung. Weltausstellung. Wie viel haben wir dafür schon? 95%. Ja, machen wir. Brauchen wir eigentlich auch gar nicht, oder? Ich habe aber eine Standeswaffenkammer. Karawane lohnt sich nicht. Kosten 120, na gut, das kostet kein Unterhalt, dann machen wir was mit denen. So, Manaus, Zoo, Unterhalt, Zufriedenheit, zeigt man ja die Stadt. Nahrung, 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 Nahrung bis zum Umfallen. Hier gibt es gleich noch ein Produktionsgelände. Bibliothek, was brauchen wir noch? Kolosseum noch benötigt, aha, und Monument noch benötigt, zwei. Dann mach erstmal die Bibliothek, das ist nämlich wurscht. Produktion. Kolosseum, Busan, Gardium, Yanjo. Yanjo, Seoul, aha. Bibliothek, Seehafen. Aquädukt wäre viel interessanter. Zwecks Nahrung behalten und so. Wachstum steigern. Bauen auf Ebene Fluss, Dankeschön, der nächste. Reparieren. Jawohl. Hier kann man nämlich schon bald wieder nichts Neues machen. Die Stadt ist gut bewirtschaftet, mehr oder weniger. So, Arbeitsboot und hoch da oben. Pop. Wo ist das dritte? Da oben. Die drei Felder haben wir nämlich schon. Die nehmen wir eins. Fisch, Fisch und Fisch. Nicht ein einziger Wal dabei, aber gut. Du bist ein Frachter, kann ich mit leben. Was noch? Dich können wir jetzt da oben hinschicken. Ich habe eure Grenzen nur bedingt. Und so. Fisch. Krabben? Oh, könnte auch ein Luxusgut sein. Wollen wir hier oben eine Stadt bauen? Genau hier dran. Ah, dann wird's heftig. Ich brauche einen Siedler. Nächste Runde. So schnell wie möglich einen Siedler. Das wäre jetzt der Hammer. Karawelle. Ist das feindselig? Wird das böse an mir angeguckt? Ich glaube nicht, ne? Sie erkennen da Verbündeter niemand und meine militärische Macht werden sie... Oh, das ist schön. Minus 120, aber wir sind 175. Dann wären wir 100, minus 135 und haben 175 plus. Ja, mein Gold. Ja, will ich. Ja, ihr wollt mir keine Quests mehr, ist mir egal. Sie sind zornig auf uns. Ach, das tut mir aber leid. Wenn sie zornig auf uns sind, dann müssen wir jetzt auch uns aber... Also wütend auf uns sein, das geht nicht. Ja, da haben wir aber jetzt Probleme miteinander, liebe Freunde. So geht das jetzt auch nicht, ne? Liebe, also, ne? Ihr wisst Bescheid. Guck mal, Armbrustschütze. Der wird euch nicht viel bringen, wir sagen. Salz. Super. Hier kann man nicht mal eine Stadt bauen, oder? Der Witz. So, weiter geht's. Okay. Wow. Hier drüben eine komplette Flotte. Ich bin schon wieder größenwahnsinnig, ich weiß. So, Freibeuter. Wir haben zwar die Dings da hier schon bei und so, aber... du bleibst mal hier oben versteckt. Und was haben wir noch? Karavellen. Eine Fregatte. Ist immer noch nicht geheilt? Das dauert so lange.
98 von 100. Fällt mir auch nicht, die Zahl. Zahl der Verschanzen. Zahl der Verschanzen. Was hast du? 87 von 100. Nichts tun. Und nichts tun. Dich wird kaum jemand angreifen. Ich habe von dem absolut... Also wenn ich den einsetze, habe ich wahrscheinlich wieder mehr Militär, General, große Punkte, was auch immer. Bringen tut es mir nicht. So, die Kanone können wir da oben hin, wo wir bald eine Stadt gründen werden, denke ich. Denn dass wir das machen, ist mal ein Fakt. Hier können wir sie nicht, weil da ist schon ganz hier. Wo ich zugehen muss, Stärke 14. Ne? Ja. Oh, hier oben auf den Hügel, jawohl. Da stehst du günstig, mein Freund. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Korea existiert noch immer, aber kein Mensch weiß wo. Ein Grund mehr, da oben Boote hinzuschicken. Mal platt machen und so. Und ihr seht ja auf der Karte unten, ne? Der Teil ist noch unergründet. Die werden also noch eine Stadt mindestens haben, vielleicht sogar zwei. Gleich mal ein Diplomatie-Screen gucken. 212 mehr als eine wird es nicht mehr sein. Wir sind in das Gebiet von Genf eingedrungen. Oh mein Gott. Kann doch wohl nicht wahr sein. Bennett Aquädukt. 27 Runden bis zur Geburt eines neuen Bürgers. Das ist schön. Im Markt wollt ihr jetzt haben. Warum eigentlich? Was habt ihr mit eurem Markt? Bringt uns gar nicht die Wenden. Zwei Monumente noch. Aha. Zufriedenheit ist mir jetzt ehrlich gesagt immer. Gut. Markt und dann. Kollision. Tja. Ich könnte ein Musketier bauen. Wie lange noch bis zur nächsten? Naja, dann baut halt noch ein, zwei Musketiere. Und wenn es zu viele Militäreinheiten gibt, werden die uns das ja mitteilen. Und wässern können die sowieso alle, also wenn du das jetzt. Brasilien, was darf sein? Stallungen? Bringt uns hier unten gar nichts. Pferde, Schafe, Vieh, Wild. Komm, wollte die Kaserne, hat auch was zu tun. Gendarmerie wird jetzt langsam mal Zeit. Nichts zu tun. Wild, Jagdlager, Sägewerk, Ebene, Bauernhof, Ebene, hier ist eine Küste. Das sind Wale, Fischerboote werden schon gebaut, sind schon da. Wale, Fischerboote, Mann, was hab ich auf einmal für Ressourcen? Minen, Zeugs. Stadt vernichten, ja, nee. Auch kein Mensch. Ich kann hier nichts mehr bauen, gibt's doch gar nicht. Dann mach dich mal hoch danach Richtung, die Richtung. Was hast du tun? Der nächste, oder? Ich hab tatsächlich den Weizenbauernhof Ebene, hä? Ja, meinetwegen. Du kannst wieder hier hingehen und dich dort verschanzen. Danke. So, brauche ich dich hier unten? Ja, nicht, ne? Weil, wie lange wird es noch dauern? Bloß noch 10 Runden. Schön. Dann werde ich Tundra-Felder. Hier üben sowieso nicht. Den Bautrupp brauche ich hier auch nicht, weil da ist schon einer umsonst. Ja, wohin mit diesen vielen Bautrupps immer? Ne? Hier gibt es eine ebene Hügel, da ist noch gar nichts, dann gehst du da hin. Wie lange eigentlich noch? 7 Runden, naja, ist das gebaut und ist dann vielleicht hier irgendwo ein Fischerboot, da bringt uns der Bauarbeiter auch nichts. Ach, ist das schön. So, was, wo, wie, wann, warum? Wo bist du? Da ist eine Mine, da wird jetzt kein Bauernhof. Warum? Alles in der Welt. Da total blam. Ich könnte hier eine Festung hinbauen. Aufs feindliche Gebiet. Ich glaube, da werden die ein bisschen allergisch drauf reagieren. Also, du gehst hier hoch und machst den Wald weg. Weil das ist kein Dschungel, brauche ich also nicht. Der Sägewerk ist zwar schön, aber da kommt der Markt hin, weil hier oben wird uns keiner angreifen und dann. Es juckt mir schon in den Fingern so ein wenig. Was dauert das ja eigentlich noch? Ach ja, ich wollte ja die Barbaren hier unten da oben lassen wegen. So, wer ist noch ohne? Fregatte inzwischen aufgeheilt, ja. Dann komm noch mal kurz, eins, zwei, zack, hier hin.
Musketiere wissen, was sie machen. Genau. Eckarte. Ist auch noch nicht aufgeheilt. Wir sind noch ohne. Bereitschaft. Reitschaft. Reitschaft! Du ruhst dich aus, bis ich dir was anderes sage. Du gehst schon mal in die Richtung. Das Fisch. Interessant, wie die Friedensfahrt Mai. Und ihr könnt auch noch ein Stück laufen, würde ich sagen. Weißt du noch nicht wohin, aber das werden wir gleich rausfinden. So! Was gibt's denn hier unten? Dschungel. Schön. Bananen, Gewürze, Eisen. Bringt mir gar nichts. Weiter geht's in die Richtung. Noch eins. Ja. Hier drüben kennen wir langsam alles. Dann könnten wir jetzt tatsächlich nach hier unten gehen. Hm, wohin zuerst? Dahin, wo unsere Stadt ist. Weil sicher und so. So, das ist unser Gebiet. Hier ist Tundra, Handelsposten. Und nächste Runde. Sind wir schon wieder über der Zeit? Ja, ne? Ach, was soll's. Wollen wir nicht so kleinlich sein, werden die Folgen eben etwas länger. Endlich. Jetzt kaufen wir erstmal hier kurz einen Augenblick. Dankeschön. Hatten wir gerade so noch das Geld. Und jetzt machst du hier mal kurz eine Fabrikanlage. Die Produktion ist gestiegen. Nächste Runde. Wirtschaft hier ist auch. Ja, gut. Ich hätte euch auch geraten. 5 Produktionen auf einem Feld. Nur eine kleine Fabrik errichten. Ich würde die ganze Landschaft damit zukleistern und dann. Aber nur Soldaten. Aber es gibt ja ein Einheitenlimit. Ansonsten geht die Produktion in den Städten runter. Gut, das interessiert uns dann irgendwann auch nicht mehr, wenn wir in 10, 12 Runden oder Folgen, wenn wir mal die halbe Welt erobert haben. Was jammerst du jetzt, hä? Schade eigentlich. So. Was? Ich bin nicht gewalttätig oder so. Kolosseum. Monument. Bibliothek. Haben wir schon. Universität. Hier kommt leider nicht allzu viel Forschung raus, würde ich sagen. 9. Mhm. Da haben wir dann 12 Forschung. Wie schön. Schmiede. Produktion, mal aus dem Land anhalten, genutzt Quelle von Eisen. Oh, warte mal. 1. Fabrikanlage. Ist jetzt nicht die Welt. Hier unten gibt es dann Kupfer in absehbarer Zeit. Oh, ja, gerade weise. Ne, warte mal. Das kommt dann hier. Und ihr macht jetzt mal kurz ein Arbeitsboot, weil das den Fischlein, das gehört euch gleich. Achso, ich habe keinen Hafen damit. Gehen jetzt ab. Ihr seid gar nicht am Wasser. Das ist natürlich auch blöd. Wäre natürlich für Wachstum so bestimmt besser gewesen. Kultur plus 1 ist schön. Haben wir erstmal Kultur. Zufriedenheit ist ja ganz okay. Ein Zoo brauchen wir später. Langschwert interessiert mich gar nicht. Da brauchen wir noch ein Arbeitsboot für euch. Salvador, du machst mal kurz ein Arbeitsboot, würde ich sagen. Für die nächste Einheit. Wahnsinn. Kaserne habt ihr beendet. Karawanenhof interessiert mich nicht. Stallungen interessieren mich bei euch auch nicht. Nach wie vor nicht, muss ich sagen. Weil es einfach nichts bringt bei euch. Und Waffenkammer kostet Unterhalt, ist also auch wurscht. Speer bringt mir auch nichts. Musketiere und Co. Puh, kann lassen Schimmer. Achso, warte mal, was kann ich dann gleich bauen? Kanonen, Fabrik, Big Ben. Mach doch erstmal irgendwas, was bringt. Forschung. Haufen Produktion in Forschung umwandeln oder im Wohlstand? Der Wohlstand bringt uns jetzt gar nichts. 83, 8, 12 Gold. Lieber Forschung. Da kann man immer was von haben. So, der nächste bitte. Karavelle. Bist du auch schon fertig? Meine Güte, das nimmt Züge an. Hier haben wir schon eine. Ist nicht so, als ob ich Kriegstreiber schwer oder so, aber. Man muss ja auch mal weiterdenken, ne?
Ihr wisst, wie das ist. Leben ist nicht immer leicht. Wie man es nimmt, ist es falsch, also bleibst du hier. Ich will den Krakatau haben. Das sind 5 Wissenschaftspunkte. Haben wir ewig nicht mehr gesungen. Merle, 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 life is but a dream. So, der Lancier ist auch fertig. Dann können wir den Namen auch wegschicken. Frage ist, wohin? Hier drüben ist niemand. Wieso ist hier niemand? Dann geh doch mal hier hin. Was sollst du tun? Und wieder durch die Meere, Alter. Mein lieber Scholli. Ja, dein Tempo drauf. Noch eine Fregatte, ohne was zu tun. Komm erstmal hier hin. Wir wollen uns doch in Ruhe hier umschauen, weil ich fürchte, wir werden hier oben ein, zwei Schiffe dann abziehen, hier oben verteidigen, beziehungsweise sobald wir hier was gebaut haben. Aber dazu müssen wir erstmal gucken, wann der ganze Quatsch hier fertig ist. So, bis zur nächsten Runde machen wir noch, dann ist Pause. Die Arbeitsboote kommen auch langsam und dann können wir da oben tatsächlich noch eine Stadt hinhauen. Brauchen wir sie? Nein. Und je mehr Städte wir haben, umso schwieriger wird es, das eine andere Weltwunder zu kriegen. Interessiert uns das? Nö. Die zornig auf uns. Ich verstehe es nicht. Was macht ihr auf unserem Gelände? Wir wollten nur mal parken. Wir haben, es ist die Weltmeere, ist so wenig Platz zum Parken, sage ich euch. Das kann ich gar nicht vorstellen. Colombo sucht eine große. So, abgeschlossen. Ihr mit. Oh, 1200 Punkten. Leichter Vorsprung. Ach, ich krieg alle. Ist nicht wahr. Hätte ich das gewusst. Ich krieg also. Zunächst 500 Punkte fürs goldene Zeitalter ist günstig, weil das ist bei uns immer besonders vorteilhaft für die Brasilianer. Zwecks Zivilisationsvorteil. Freie Sozialpolitik nehmen wir gerne und natürlich kriegen auch die Kultur halt um 100%. Boah. Für 20 Runden. Wir kriegen also 4000 Kultur mal nebenbei durch. Beziehungsweise 2000 zusätzlich. Fast 3000 in der Zwischenzeit. Und ihr habt alle nichts beigetragen. 166 bringt dir gar nichts. Du hast es gerade mal so geschafft. Ja, das habt ihr davon. Ich habe die Weltausstellung, glaube ich. Doch, ich habe es gewählt. In Rio de Janeiro ein großer Musiker. In Rio de Janeiro ein großer Prophet. Ist das schön. Und hier jetzt erstmal so. Der nächste Bände. Noch eine freie Technologie. Ja, nächste Barbaronner. Ja, wo die sind, wusste ich vorher. So. Der Prophet ist hier um Gustav Holst. Oh, jetzt setze ich meinen Kopf herauf. Vollkommen sinnlos, weil ich ja die Musik abgedreht habe. So. Und dabei bleibt es auch, weil die 5 Sekunden hätten sonst wieder das Video gefleckt. Und da verzichte ich drauf. Der Prophet. Bäume und Shintoismus angehören. Ja, wir haben wie viele aktuell? 14. Oh, das ist natürlich ganz praktisch. Aber ich muss mal gucken. 11, 10, 12. Wo sind die meisten? 8. Dann schicke ich dich nach Fortaleza und dann wirst du von dort mal kurz die Religion verbreiten und so. So, der Musketier. Warum habe ich dich eigentlich gebaut? Schock auf dem Gelände? Ja, ist mir wurscht. Amphibische, interessiert mich nicht. Verteidigung gegen alle Fernangriffe ist schön. Oh, pro Runde im 5 zusätzlich TP gehalten ist schön. Wenn wir mit großem Vorteil rangehen wollen, nehmen wir mal. Dann schicken wir dich nämlich gleich mal. Brauchen wir dich da oben eigentlich irgendwo? Brauchen wir dich hier irgendwo? Wo wollen wir als nächstes Krieg führen? Ach ja, wir wollten erst mit den Chichen-Itza-Heini platt machen. Dann nehmen wir erstmal Kabul. Wollen wir mal gucken. Kabul, Verbündeter. Oh, das ist natürlich ein Problem. Eine Straße zwischen unseren Hauptstädten. Ich glaube, das kriege ich relativ schnell hin. Weil die hatten wir ja schon mal dran umgebaut. Aber wenn die mit Persien verbündet sind, haben wir ein kleines Problem, weil die sind zwar weit weg, aber ich will jetzt noch nicht mit Persien. Also, mein lieber Musketier.
Komm doch mal irgendwo. Wo kommst du von Rio? Positionier dich mal im Norden und von hier werden wir auch noch Einheiten und von hier unten die Schiffe. Weil Tikal können wir vom Meer aus hier ganz schnell angreifen. Wird schon klappen. Oh, die Großpersönlichkeit ist weg. Weltausstellung ist abgeschlossen, das freut mich. Ich habe Rechtsklick gemacht. Nein, ich habe immer noch Rechtsklick gemacht. Machen wir so. Ja, ihr seid ins Land von Kämpfen eingedrungen. Faszinierend. Colombo will irgendwas. Mir egal. Zum Großingenieur. Das ist nicht. Ja, ist abgeschlossen. So. Freie Sozialpolitik. Ideologischen Grundsatz können wir jetzt schon? Nee, können wir noch nicht. Dachte ich mir. Ästhetik haben wir, Unabhängigkeit haben wir, Erkundung ist ganz toll, weil plus 1 Gold für jeden Hafen, Seehafen oder Leuchtturm und wir haben in den meisten Städten alles 3. Also über da, wo mehr Anbindung ist. Plus 4 Produktion und plus 4 Kultur in der Stadt mit der Ostindien-Kompanie. Ist bloß einmal, also falls wir die überhaupt haben, ich glaube nicht. Großer Admiral erscheint, Bringt mir gar nicht. Schatzflotten durch alle eure Seehandelswege. Rationalismus, jetzt muss ich gucken. Was benötigt, erfordert Wirtschaft. Wenn ich den Big Ben bauen will, müssen wir jetzt Wirtschaft nehmen. Goldertrag in der Hauptstadt um 25%. Dankeschön. Damit hat sich die Frage schon geklärt. Also das Bild ist jetzt voll. Wagenzüge. Bringt mir gar nichts. Treiben um 25%, das bringt schon eher was. Ermöglicht den Kauf von Landsknechten. In den 2 Runden haben wir den Quatsch auch. Landsknechte, egal. Große Händler werden 25% schneller verdient. Erhalte doppeltes Gold aus Handelsmissionen, unwichtig. Merkantilismus, Kauf von Objekten in Städten. So schnell kaufe ich nichts. Bringt uns also. Wir machen erstmal Erkundung fertig und eventuell Rationalismus. Hätte ich gleich Rationalismus wählen sollen, nicht Idiot. Na egal. Ist jetzt noch kein Weltuntergang. So, ihr habt die Universität bekundigt, das ist schön. Ostindien-Kompanie ist noch gar keine gebaut, das sehen wir leider an. Maneros, Curitiba und Yanju brauchen einen Markt, den werden wir jetzt gleich mal im Schnellverfahren machen, denke ich. Macht die Gendarmerie jetzt hier. So. Wir können eigentlich nichts machen aus Musketiere. Wir wollen gleich wieder Krieg führen, oder? Ja, wir wollen Krieg führen. Fernkampfstärke 20, Stärke 24 bringt uns gerade mehr, weil kann sich wenigstens auch verteidigen. Der nächste bitte. Ich wollte einen Siedler noch haben, ne? Oh ja, ich wollte auf jeden Fall einen Siedler und genau das werden wir jetzt auch machen. Falls ich es überhaupt darf. Hier, Siedler. Andersrum, ihr macht den Siedler. Wir können natürlich überall einen Siedler, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Komm, jetzt mach die Scheißwaffenkammer, ist mir egal. So, das eine Gold macht mich jetzt auch nicht mehr um. Beendet Aquädukt. Stadtmauern brauchen wir nicht. Seehafen, nein. Bibliothek, was braucht denn hier noch was? Du brauchst Mark, du brauchst Monument, du brauchst Kolosseum, haben wir alles. Seehafen, bringt Kohle. Forschung, Vorteil. Es bringt auf jeden Fall eine ganze Menge. Sägewerk haben wir, Waldhügel. Sägewerkstraße, Sägewerk das, Sägewerk dies. Bewege dich hier hin. Was macht ihr? Ihr wisst schon, wo ihr hin soll, ne? Nämlich da lang. Wüste, da können wir nichts machen. Wer ist noch ohne? Eisenmine, irgendwas, alles fertig, Dankeschön. Gerne verkaufen. Ja, dann kauft das da halt, ist doch egal jetzt. So. Habe ich jetzt Wüste und Hügel gekauft, ne? Da können wir gar nichts machen, würde ich sagen. Werden wir auch nächste Runde ausfinden. Wer ist noch ohne? Mensch, wo kommst du jetzt her? Eigentlich möchte ich mit dir erstmal in die Richtung, aber jetzt wo ich darüber nachdenke, hier ist ja der Hafen dicht, da werden wir noch mal kurz in die Richtung gehen. Oh ja, und gleich hier stehen bleiben, ne? Aber gut, der kommt von hier aus nicht so schnell rein. Wieso brauchst du? Sag mir bitte nicht, dass du nicht wässern kannst, ein Triumrat. Hast du nicht schon Befehl? Egal, Edelstein auch ganz schön. So, ihr dürft noch ein bisschen hier lang. Und mein kleiner Freibeuter guckt sich mal um, wo die Koreaner sein können. Was haben wir hier? Irokesisch? Krawelle, meine Güte. So. Hier ist auch noch ganz viel Land. Irgendwo hier muss Korea sein. 10 Runden Frieden wollte er ja nicht haben. Weil ich gesagt habe, ich will noch was.
Wenn ich will, hat schon. Handelsposten, gut. Marmor, Steinbruch. Den müssen wir reparieren. Ich will den Marmor haben. Ich glaube, den kriegen wir zwar auch so schon, aber repariert bringt halt mehr. Zufriedenheit unseres Reiches wird gesteigert. Das kann man. So. Bau den Siedler und ihr habt jetzt ein Arbeitsboot. Für hier unten irgendwo, ne? Wo war's? Hier nicht? Hier unten? Ja, ihr dürftet Kinds bauen, deshalb. Und bis ihr dahin kommt, ist noch eine Weile. Und hier. Weil hier. Kupfer ist ganz schön, das könnten wir schon mal gebrauchen. Wo kommt der Speer her? Arabisch, aha. So, jetzt speichern wir ab und sehen uns dann in der nächsten Folge. Diesmal haben wir viel gesehen. Es hat sich viel entwickelt, auch wenn es keinen großen Kriegstreiber rein gab. Aber das machen wir dann in absehbarer Zeit. Ich liebe den Frieden. Bis dahin, gesehen. Ah.